Ein Beauty-Tipp für geschmeidige Hände, da benutze ich gerne Olivenöl mit grobkörnigem Meersalz. Und das vermische ich dann und dann reibe ich so meine Hände mit ein. Das ist quasi wie so ein selbstgemachtes, ziemlich günstiges Peeling. Und das ist echt super. Danach sind die Hände wirklich weich, geschmeidig und wenn man wirklich nicht noch was ganz, ganz Tolles gönnen möchte, dann kann man quasi die eingeweichten Hände quasi in so Handschuhe nochmal verpacken und dann einfach nochmal so 10 Minuten einfach einwirken lassen und das ist dann nochmal so eine doppelte Ladung an geschmeidigen Händen. Ich habe meine Zeit lang mir eingebildet, dass wenn ich auch ganz viel Milch in meine Badewanne einlasse, ja, dass ich dann wie Kleopatra auch so schön und so weiche Haut bekomme. Und das habe ich ab und zu mal gemacht, aber auch eine normale Badewanne tut ganz, ganz gut. Dadurch, dass ich ja ständig geschminkt werde, bin ich eigentlich privat eher ungeschminkt, aber ich merke doch, dass ich jedes Mal quasi mitschreibe, was die Visagistin so macht. Ja, so, wie macht sie jetzt nochmal Smoky Eyes? Also ich habe in den letzten Jahren wirklich sehr viel dazugelernt. Bin, glaube ich, bestens ausgestattet mit Pinsel und Make-up, weil ich mir die alle nachkaufe. Und ich ab und zu Hause dann schon mal so versuche, mich selbst zu schminken oder gerade so für Veranstaltungen das Gelernte nachzumachen. Es klappt nicht immer so gut wie die Profis. Klar, die verdienen auch damit ihr Geld, aber ich gucke da schon einiges ab.